Hoffmann, die Landesbank, steht an der Spitze der Landesregierung. Und wir kennen ja klare Aufgabenteilung zwischen dem Landesparlament. Die Länder haben ja Gesetzgebungs. Die macht die Gesetze, das sind die Landtage. Die Landtage machen die Gesetze und die Landtage bestimmen auch, so dass es bei uns während der Landesregierung sitzt. Die Regierung hat die Aufgabe, die Gesetze umzusetzen. Das ist die Exekutive. Die Legislative, der Landtag, die Exekutive, die Umsetzung der Gesetze mit Hilfe der Verwaltung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die helfen der Landesregierung beim Umsetzen der Gesetze. Die Landesregierung muss eben darüber machen, dass das auch geschieht. Und die macht dann Maßnahmen, Beschlüsse, Verwaltungsmaßnahmen, die Ausführung der Gesetze. Und der Landeshauptmann leitet dieses Gremium der Regierung, steht an der Spitze, beruft die Sitzungen ein, weil er hat auch ganz wichtig die Aufgabe, überhaupt dem Landtag vorzuschlagen, wer alles in ihm noch in der Landesregierung sitzen soll. Und ist dem auch dann an erster Stelle verantwortlich. Außerdem vertritt er sie, die das Land nach außen. Das ist auch ganz besonders wichtig, wenn wir von der Regio reden. Erstens vor allem auch, wir haben ja, das haben wir sicher gelernt, die VPZ, wir sind auch die Gremien gesetzt, wir sind das vor allem auch die drei Landeshauptleute, die das ganze Projekt beraten, weil sie es in erster Linie sind, die Länder jeweils nach außen vertreten. Dann natürlich auch gegenüber der eigenen Regierung im Staat, das heißt bei der Regierung Südtirol Rom gegenüber, natürlich bei der Bundesregierung Wien gegenüber. Das heißt, wie sich der Landeshauptmann mindestens genauso